Gern nennt man sie ja die Muse des Lady Chatterley-Autors D.H. Lawrence, doch gerecht wird man der Autorin und Übersetzerin Frieda von Richthofen damit nur bedingt. Denn erst an ihrer Seite konnte Lawrence überhaupt als Autor reifen und an Popularität gewinnen und sie griff sogar direkt in sein Werk ein. Heute vor 145 Jahren wurde Frieda von Richthofen geboren, unser Stichtag von Thomas Hartmann. Eine Ehe endet mit dem Tod des Gatten. Der Schriftsteller D.H. Lawrence erliegt am 2. März 1930 mit nicht einmal 45 Jahren der Lungentuberkulose. Zurück bleibt seine Frau, Frieda, geborene von Richthofen. Die Olivenbäume draußen sahen so schwarz und bedrängend aus. Der Himmel hing schwer herab. Ich schaute in sein Zimmer, da standen seine Morgenschuhe, die Form seiner Füße wahrend, ordentlich unter dem Bett. Unter dem Laken lag er, kalt und entrückt. 1879 wird Frieda von Richthofen in Metz geboren. Der Vater ist Baron, aber nicht das, was man vermögend nennt, und ein Spieler. Sie heiratet einen englischen Professor für Französisch, zieht mit ihm in seine Heimat. Drei Kinder gehen aus dieser Ehe hervor. Aber es ist ein Dasein voller Regeln, voller Rituale, abgezirkelt, fad. Zu wenig für Frieda von Richthofen, die gerne in Künstlerkreisen weilt und mit ihnen eine neue Offenheit kennengelernt hat. Eine Offenheit, die sie rasch teilt. Wenn ich mit mir selbst prahle, so weiß ich doch, dass meine Religion von dem Wunsch ausgeht, dass die Menschen lieben. Echt und ganz und paradiesisch. Und nicht wie Christus, sondern so, dass alles darin enthalten ist. Und ich weiß, ich kann lieben. Und wirklich zu lieben, das schließt alles ein. Intelligenz, Glaube, Opfer und Leidenschaft. 1912 begegnet Frieda von Richthofen dem Schriftsteller D.H. Lawrence. Wenn ich L. mit den anderen vergleiche, sehe ich, dass er eine eigene, innere, unabhängige Aktivität besitzt. Er ist so viel mehr, als man zuerst denkt. Einer, der wirklich aus sich heraus leistet, ist merkwürdig selten. Die Beziehung bleibt ihrem Gatten nicht verborgen. Wenig verwunderlich, Lawrence selbst teilt es Ernest Weakley mit. Der schäumt. Die Gewissheit, dass sie dich alle verdammen und dich als gefallene Frau, als Paria der Gesellschaft betrachten, bringt mich um den Verstand. Bedenke, Frau, bedenke, was du getan hast. Denk an die Leben, die du ruiniert hast. Denk an das Glück meiner betagten Eltern. Du hast für immer das Leben deiner Kinder verdüstert und die Schande ihrer Mutter auf ihre Stirn gebrannt. Ein Zurück gibt es für Frieda von Richthofen nicht mehr. Wieder in dem Beziehung gewordenen Paragraphenwerk leben will sie nicht und gelänge ihr nicht. Außerdem, sie liebt Lawrence und er sie. Der Schriftsteller schätzt ihre Lebensphilosophie, die in sein Werk einfließt. Sie unterstützt ihn beim Schreiben, greift in seine entstehenden Texte ein. Doch ständig sind da Geldsorgen, die Lunge macht Lawrence zu schaffen. Und das ist längst nicht alles, was die Beziehung beschwert. Ich lernte in einer harten Schule, dass ein Auserwählter die ganze Skala menschlicher Gefühle von den höchsten bis zu den niedersten in sich trägt. Ständiger Streit herrscht zwischen den beiden. Fäuste fliegen, Teller. Es wird Verachtendes, Verletzendes, Zersetzendes gesagt. Man tröstet sich mit anderen. Diese Beziehung ist toxisch. Das ist schon zu Beginn so und bleibt so bis zum Schluss. Heute vor 145 Jahren wurde die Autorin und Übersetzerin Frieda von Richthofen geboren und das war unser Stichtag von Thomas Hartmann.